father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photo. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers will my number when I'm sleeping at night. Halli, hallo, hallöchen und willkommen zurück hier live von meiner PlayStation 4. Und es ist da, Leute, es ist gerade erschienen. Der Postbote war da und dachte sich, yo, ich geb dir jetzt einfach mal hier FIFA 16 in die Hand. Und ich denke mir so, yo, wahrscheinlich, oder? Und ja, es lädt jetzt noch die Update-Datei runter. Scheißegal, ich wollte jetzt trotzdem unbedingt das Video anfangen. Und, oh, oh, der Hype ist real. Ihr wisst gar nicht, was mir passiert ist, ne? Ich dachte mir gestern so, ja, scheiße, morgen kommt FIFA 16. Eigentlich will ich auch aufnehmen und so. Ach, scheiß drauf. Kaufe ich mir bei Amazon die Elgato und mach's per Morning Express, damit's wirklich morgen früh da ist, also heute früh. Und dann kam ein Päckchen von UPS, ein Päckchen von DPD und FIFA 16 von DHL. Und ich habe einfach den ganzen Morgen gewartet, dass die Päckchen ankamen. Dann kam das Päckchen mit der Elgato, kam der Typ vorbei, hat mir das gegeben, habe ich direkt alles angeschlossen, alles gemacht, pipapo, alles ohne Probleme. Und dann habe ich so eine Stunde gewartet und dann war es, glaube ich, 10:30 oder so. Und ich dachte mir so, ah fuck, was ist, wenn DHL das einfach in meinen Briefkasten steckt? Ich runtergerannt zum Briefkasten, sehe da ein Päckchen drin. Ich so, nicht deren Ernst, oder? Nicht deren Ernst. Ich das da rausgeholt, übelst gehypt, war so genau so ein Päckchen, wo halt so eine PS4-Disc drin sein kann. Bin hochgerannt, habe das aufgemacht, sehe schon so einen Aufkleber UPS. Ich so, nein, oder? Und was war's? Es war ein anderes Paket, nicht mein FIFA 16. Und ja, jetzt habe ich gewartet und jetzt 11:30 ist es soweit. Mein Nachbar hat bei mir geklingelt. Ja, hier, ich habe gerade den Typen gesehen, den Postboten. Und ich habe auf ein Paket gewartet. Hier habe ich dir gleich mitgebracht. Ich so, yo, wahrscheinlich, oder? Richtig nice, richtig nice. Ich bin so gehypt, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ey, ich liebe FIFA und ich finde es so geil, dass ich es endlich auf der PS4 spielen kann. Vor allem die Vollversion. Heidewitzka, der Wald ist grün. Was ich jetzt noch für ein Problem habe, ist, dass ich den Ton gerade per PC mir anhöre, also über mein Headset, und das ist ja so ein kleiner Delay drin, und ja, das könnte ein bisschen weird, wie auch immer sein, aber ist mir jetzt egal, ey, erstes Video, ich will das jetzt noch online stellen, bevor ich dann auf Arbeit muss, das ist richtig blöd, ich muss dann 13:30 Uhr arbeiten, Spätschicht, aber heute Abend ist Sepp am Start und dann wird ordentlich FIFA gesuchtet, sage ich euch. Sie aus dem Estadio Santiago Bernabeu begrüßen zu dürfen. Das will ich nicht spielen. Nein, ich will nicht. Kann ich das überspringen, bitte? Habt ihr den deutschen Kommentator gehört? Das war Wolf Fußmann, Alter. Oh, krass, ey. Ich bin so gehypt. Let's Fabio erstellt die Verbindung zu den EA-Servern. Oh mein Gott, es ist FIFA 16, es ist die Vollversion. Ja, alles easy. Was? Willkommen bei FIFA, wir haben einige Optionen voreingestellt, damit der Einstieg bei FIFA 16 leichter ist. Ja, diese Einstellung verwenden. Ja, na klar. Ist ja mein EA Sports Dingsbums. So, Support Your Club. Ja, natürlich FC Bayern. Wer sonst? Ich sag nur gestern, ne? Ah, nee, vorgestern. Lewandowski 5-1 innerhalb von 9 Minuten 5 Tore in die Bude gehauen. Ey, ich bin so ausgerastet. Ich war gerade bei Sepp. Oh, Alter, das ging gar nicht. Nicht deren Ernst, oder? Oha, oha, ey. Ungelogen, Leute. Ich dachte gerade, dass ich mein Level von meinem EA-Account, von meinem PC nicht übertragen bekomme bei dem EAS-FC-Store hier. Ey, das sah gerade so aus, als müsste ich ja komplett mit Level 1 wieder anfangen. Da hat mich selbst schon ein bisschen so vorgewarnt. Ist so, ey, stell dir mal vor, du musst bei Level 1 wieder anfangen. Ich so, Alter, fickt euch. Und was hab ich? Ich hab mein Level 60 von meinem PC übernommen bekommen. Hab noch 76.000 hier diese FCC-Dinger. Und kann mir damit schön wieder die Foot FIFA Ultimate Team Coin-Bonusse mir holen. Ja, nice, Alter. Gleich mal Team der Woche angucken. Leider Lewandowski noch nicht drin. Zum Spielen wird ein Card. Ja, fick dich. Leider Lewandowski noch nicht drin, weil das ja. Das Team der Woche ist ja vom Spieltag vom Wochenende. Und da ist der Spieltag der englischen Woche noch nicht mit drin. Das heißt, der wird wahrscheinlich dann nächste Woche im Team der Woche sein. Viele haben gedacht, dass er vielleicht so eine Extra-Karte bekommt, Record-Breaker-Karte oder so, aber war nicht der Fall. Aber naja, heute Abend, ne, Leute, da nehme ich auch auf, vielleicht sogar einen Stream, ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das machen, wenn Sepp hier auch am Start ist. Und deswegen, lasst euch überraschen, es wird auf jeden Fall ein Pack-Opening geben, ein großes Pack-Opening. Ich habe vorgesorgt, ich habe Geld auf meinen PSN-Account gemacht und da wird es auf jeden Fall
gestartet. In diesem Modus kontrollierst du deinen eigenen Verein. Stelle deine Was ist das für eine hässliche Stimme, Alter? Am aktivsten Transfermarkt der Welt teil und tritt in Einzelspieler und Mann. Ja, das ist das Problem. Ich kann meinen PC-Account von Ultimate Team nicht übertragen auf die PS4. Das heißt, bei Ultimate Team fange ich komplett neu an. Da steht dann gegründet mein Verein September 2015. Und ich werde auf jeden Fall Foot-Kapitän muss Alaba. Alaba, Alter. Digga, easy. Oh Mann, ich bin so gehypt, Mann. Ja, Alaba, ne? Letztens habe ich bei Kicker gelesen, ja, FIFA vor allem. Stellst du Mannschaften vor allem. Und musst an der Teamchemie arbeiten. Wenn dein Team eine gute Chemie Was ist das für ein Innenverteidiger? Auf dem Rasen bessere Leistungen. Bei What the fuck? Chemie gibt es drei ja, ey, komm, ich weiß das doch alles. Komm, bitte, jetzt. Ruhe hier. Ja, komm, Ruhe. Ruhe, habe ich gesagt. Ach komm, ja, ich weiß. Ja, nun ja. Ach komm. Ja, dann muss ich. Hervorragend. Ja, super, da ist. Ach nee, Alaba hat ja hier. Ja, ich spiele das jetzt. Easy. Okay, nice. Auf geht's. Aubameyang und Lewandowski, das erinnert mich an die früheren Dortmund-Zeiten, aber egal. Lewandowski Beast, sage ich euch. Und da werden wir jetzt gleich mal das erste Game in FIFA 16 Vollversion auf der PS4 zocken. Und ich, oh Mann, ich hoffe, das klappt mit der Aufnahme und dass das alles lagfrei funktioniert. Ich habe halt noch nicht getestet. Wolf Fuß und Frank Buschmann, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also bei der Demo habe ich auf jeden Fall Sepp ordentlich Paroli geboten, aber ich weiß ja nicht, wie es gegen PC in der Vollversion ist, beziehungsweise gegen Computerspieler, weil bei der Demo habe ich sehr selten gegen Computerspieler gespielt. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Ah, Robben macht ihn rein. Ich will gar nicht wissen, was das hier irgendwie für ein Schwierigkeitsgrad ist, aber ist egal. Alaba 11 gegen Aguero 11. Läuft, Alter. Hier waren sie nicht aufmerksam genug und das nutzt der Niederländer eiskalt aus. Also auf jeden Fall ein bisschen weird, wie ich schon gesagt habe, wenn ich hier passe. Und man hört ja dann immer, wenn der ankommt. Und das ist halt immer verzögert. Das ist halt schon ein bisschen komisch. Aber Wayne, für heute geht's. Für das erste Video. Ich muss halt dann wirklich auf Arbeit, deswegen musste ich das jetzt, wollte ich das jetzt schnell mal aufnehmen. Ich werde, glaube ich, die ersten Packs dann offscreen öffnen, weil ich einfach keine Zeit habe, um das aufzunehmen, richtig, glaube ich. Na, ich guck dann mal. Ich weiß nicht, jetzt ist es 11:30. In einer anderthalben Stunde muss ich los. Und jetzt Aubameyang, komm, starte durch. Easy. Und da der Pass. Ah, das war abseits. Bin ich behindert? Bin ich behindert? Ach komm. Gegenspieler mehr dran, also gibt's Abstoß. Und was uns auf jeden Fall angekotzt hat, weil wir haben wirklich die Demo aller zwei Tage, bin ich abends zu ihm oder er zu mir, also Sepp. Und was wirklich angekotzt hat, waren die 4 Minuten Halbzeit. Das war ja so arschig. Also, oh mein Gott, sein Ernst. Also wenn man wirklich die ganze Zeit nur 4 Minuten spielt, ist wirklich nicht schön. Und da ist jetzt wirklich geil, mal wieder ein langes Match zu haben. Ich glaube, 6 Minuten ist Standard eingestellt. Halt, auch wenn es nur 2 Minuten pro Halbzeit sind, es ist ein komplett anderes Gefühl, meiner Meinung nach. Man hat halt einfach Zeit, ne? Ja, also logisch. Also wenn du von den eigenen Fans ausgepfiffen wirst, ist natürlich... Vor allem irgendwie höre ich die ganze Zeit nur Wolf Fuß, jetzt gerade mal ein bisschen... Welch Wunder, wenn du in Wembley gegen Dortmund das entscheidende Tor machst. Wahnsinn. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß halt auch nicht, wie das ist, ne? Ich habe ja noch null Erfahrung mit PS4-Aufnahmen, ne? Und man kann ja bei der Elgato, kann man... was soll ich sagen? Achso, Audio-Live-Kommentar aufnehmen von Elgato direkt. Aber da habe ich halt das Rauschen, ne? Von meinem Mikrofon. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden und nehme über Audacity auf. Und jetzt im Nachhinein denke ich, das ist auch sinnvoller, weil... Ich spiele ja trotzdem über meinen Fernseher, ne? Also ich spiele an meinem Fernseher. Und da ist ja ein Delay zu der Aufnahme. Und wenn ich da direkt Live-Commentary mache, müsste der ja eigentlich der Delay auch vorhanden sein, also versetzt sein. Und deswegen muss ich das dann wahrscheinlich im Schnitt einfach ordentlich timen. Easy. Lalalalalala mit dem 2:0.
steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie mein Puls gerade geht. Ich habe auch bei Facebook die ganze Zeit gepostet. Erst die Sache mit dem Paket. Ach, habe ich noch gar nicht zu Ende erzählt, glaube ich. Ja, da war der... Ach doch, habe ich ja zu Ende erzählt. Da war da das UPS-Paket und war halt das Scheiß. Und jetzt kam halt... Ja, habe ich zu Ende erzählt. Scheiße, ich bin so brainfuck. Wenn ich nicht wüsste, dass ich dann auf Arbeit muss, ne? Dann würde ich einfach jetzt die komplette Zeit durchstreamen, den kompletten Tag, einfach egal, ob nur ein Zuschauer ist, ist mir egal, einfach weil FIFA 16 ist halt einfach der Grund am Release-Tag. Aber ich muss arbeiten und deswegen muss ich dann halt mal fix ein paar Stündchen auf Arbeit und dann wird halt Abend ordentlich durchgezockt mit dem lieben Sepp. Also schon irgendwie ein bisschen langweilig hier. Ich weiß halt wirklich nicht, was für eine Schwierigkeitsstufe eingestellt ist. Ich gehe mal von Halbprofi aus, so wie das hier aussieht. Also es ist ja wirklich desaströs. Und ich bin jetzt auch nicht so der Profispieler, weil ich bin halt kein Skiller. Na, also ich kann halt so gut wie null skillen. Manchmal mache ich es, weil ich mir langweilig ist, aber da kommt nichts Gescheites bei raus. Aber wie gesagt... Ich gewinne auch ohne Skills. Ich bin halt wirklich gespannt. Nach einem Spiel kann man das ja noch nicht richtig feststellen, ob sich jetzt was von der Demo zur Vollversion noch geändert hat vom Gameplay. Sepp wünscht es sich ja, weil er wirklich in der Defensive noch ziemliche Probleme hat. Aber das werden wir dann heute Nacht alles gemeinsam testen. Ich würde halt gern streamen, ne? Das Problem ist aber, dass ich nicht weiß, wie ich... Boah. Wie ich das mit uns beiden hier machen soll. Weil ich habe das, ich hatte ja mal zwischenzeitlich ein Mikrofon, also ein Großmembran-Mikrofon, aber das hat mir so null gefallen. Für den Preis, was ich dafür ausgegeben habe, war die Qualität ungenügend und deswegen habe ich es wieder zurückgeschickt. Und jetzt nehme ich halt wieder über mein altes Headset auf, wo die Qualität eigentlich recht okay ist. Jetzt nicht super, aber ausreichend. Dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edelspieler. Und da kann ich halt schlecht Sebastian mit aufnehmen lassen. Natürlich kann man ja, hat man ja bei der PS4 die Möglichkeit, ein Headset, dass jeder ein Headset am... Oh, what? Einsatz war zu hart. Dass jeder ein Headset einfach am Controller ansteckt und dass wir dann in eine Party gehen, wenn das geht, lokal, weiß ich nicht, und dass wir das dann einfach über die PS4 mit aufnehmen. Aber erstens muss ich da die Soundeinstellung alles schon ordentlich timen, damit das dann bei Elgato alles gut klingt. Zweitens habe ich keine Möglichkeit, die Audio nachzubearbeiten, weil das halt alles in einem ist. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Wollen wir es wetten? Wollen wir es wetten? Wollen wir es wetten? Uhu! Da kommt der Wetti! Aber wie gesagt, es ist gegen Computer, ne? Also von daher ist eh alles egal. Ist ganz klar. Also einfacher kann man es einem Und der Keeper wird sich nachher. Da muss ich halt gucken, ob das mit Stream funktioniert. Ansonsten nehme ich halt einfach die ganze Zeit auf und tu dann nachkommentieren oder so. Mal schauen. Dass ich halt dann wirklich auch nur, wenn ich Pack-Opening mache, nur die besten Packs zeige. Weil wenn ich da hier 30 Minuten Pack-Opening mache und das sind nur Scheißspieler, das will ja auch keiner sehen. Aber ich habe ja die Hoffnung, dadurch, dass ich mein Ultimate-Team hier bei PS4 jetzt neu gegründet habe, dass ich vielleicht Pack-Luck habe. Weil Prones hat sich, ich glaube, für die Xbox oder für irgendeinen Account hat er sich einen neuen Account gemacht. Und da hat er jetzt auch Packs geöffnet und hatte da einfach viel mehr Glück. Vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber er hat auf jeden Fall viel bessere Karten gezogen als mit dem Account, wo er schon seit Jahren FIFA zockt. Ultimate Team. Und ja, vielleicht habe ich ja Glück und ich bekomme was Gutes. Kann er den Ball behaupten? Ein paar FIFA-Points werden dann auf jeden Fall aufgeladen und dann schauen wir mal, wie wir da in die neue FIFA Ultimate Team Season starten. For Draft wird es auf jeden Fall auch geben. Ich habe richtig Bock auf den Modus. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Hier erstmal das 7-0. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine spitze Leistung. Oh Mann, ey. Hattrick für Aubameyang. Zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. Ja, das ist schon langweilig, aber ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt einfach wegdrücken kann. Deswegen nehme ich das einfach mal als erstes Gameplay hier von FIFA 16 Vollversion. Und ich hoffe, ihr freut euch drüber.
Ja, und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ich Livestreams machen soll, ob ich dann von den Livestreams einfach die Highlights auf meinen YouTube-Kanal hochladen sollte, ob ihr sowas feiern würdet oder ob ich alles bei YouTube hochladen soll oder wie auch immer. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, ich habe da richtig Bock, mit euch gemeinsam dieses FIFA dieses Jahr wirklich zu zelebrieren, also ich habe da wirklich richtig Lust, viel Content zu bringen. Ab nächste Woche bin ich wieder in der Schule. Das heißt, ich habe mehr Zeit, gerade nachmittags. Und ja, da wird auf jeden Fall viel Content geben. Ich werde FIFA so suchten. Das werdet, könnt ihr euch nicht vorstellen. Rafinha mit dem Tor! Läuft, Alter. Nein, wer ist das? Das war nicht Rafinha. What? Wie der aussieht. So einfach mal ultra nicht wie der richtige Rafinha. Aber ungelogen, wer von euch das Spiel am Dienstag von Bayern live gesehen hat oder halt, ja, die Zusammenfassung bei der Sportschau ist auch okay. Schreibt mal in die Kommentare Lever oder so, Lever Beast oder so. Also das war ja wirklich abnormal krass, wie der da abgegangen ist. Das war wirklich, boah. Ich kann euch mal die, weil es ist ja eh jetzt hier schon entschieden. Ich kann euch ja mal die Geschichte erzählen, wie ich das erlebt habe. Ich konnte es leider nicht live sehen, weil ich Spätschicht hatte. Und ich habe bis um 9. Und da war die erste Halbzeit vorbei. Und ich warte so auf Sepp und guck so bei Kicker 1-0 für Wolfsburg zur Halbzeit. Ich so, nicht, ja ernst, ey Bayern, ey, checkt euch mal. Und ich habe jetzt keinen Bock, dass ihr hier verliert und so. Na? Und dann bin ich mit dem Sepp zu ihm gefahren, weil wir noch ein bisschen zum letzten Mal die FIFA 16 Demo spielen wollten, bevor dann heute hier FIFA 16 eine Vollversion am Start ist. Und da sind wir gerade angekommen, gucke ich auf mein Handy, guck so, 2-1 für Bayern. Ist so, wie jetzt 2-1? Stand doch gerade noch 1-0, ne? Guck so, beide Tore Lewandowski innerhalb von 2 Minuten. Ich so, was? Geil, übelst geil und ja und so. Dann gehen wir zu ihm hoch. Ich guck wieder aufs Handy. 4-1. Ich so, hä? Kicker? Was ist bei dir los? Hast du irgendwie einen Fehler? Dann 4 Tore Robert Lewandowski. Ich so, hä? Wollt ihr mich verarschen? Und dann war aber zu jedem Tor ein richtiger Bericht, also wie das Tor entstanden ist. Und ich dachte mir so, ey, Alter, ist das sein Ernst? Ich hab übelst gefeiert. Vor allem muss ich auch sagen, Wolfsburg ist ja jetzt keine Niedermannschaft, ne? Wolfsburg spielt ja um den Titel mit, spielt ja in der Champions League und alles. Also das war richtig krass. Und dann halt noch das Sahnehäubchen, ne? Auf dem leckeren Kuchen. Das 5-1, schöner Seitfallzieher von Lewandowski, hat er wirklich perfekt getroffen und oben ins Netz gehämmert. Das war dann nochmal schöner Abschluss von den 5 Toren. Richtig krass, Alter. Ich war einfach übelst gehypt. Ja, also ich denke mal, wir spielen hier gegen Anfänger oder so, weil anders kann ich mir hier das 9-0 nicht erklären. Die bringen ja auch vor dem Kasten gar nichts auf den Kasten. Selbst wenn die eine super Position haben, hier, die greifen mich ja nicht mal richtig an. Was ist das? Alter, was? Ich kann ja einfach durchrennen mit Alaba und mach das Ding. Also das ist ja wirklich unter aller Sau, ey. Also sorry, dass ich hier euch so einen schlechten CPU zeige. Aber ich kann nichts dafür, ne? Ist halt mein erstes Ultimate-Team-Spiel, was ich hier anscheinend bestreiten muss. Kann er mal kurz gucken? Na, aufgeben will ich ja nicht. Dann stehe ich vielleicht noch 0-0-1 da in meiner Historie. Nee. Dann nehme ich lieber hier das 10-0 mit. Leute. Also wer mich bei PlayStation adden möchte, kann mich gern adden, ist kein Problem. Let's Fabbe. Aber ich glaube, man kann da Kommentare dazu schreiben. Und wenn ihr mich addet, wäre schön, wenn ihr irgendwie dazu schreiben könntet, dass ihr von YouTube kommt, dass ihr ein Abonnent seid oder so, damit ich das weiß und damit ich da einen Überblick habe, wer was ist. Ne? Und dann können wir auf jeden Fall auch mal gegeneinander zocken. Ultimate Team, normales Team oder wie auch immer. Schreibt mir da einfach mal an. Und da geht das auf jeden Fall klar. Hab ich auf jeden Fall Bock drauf. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. So richtige Formate in FIFA habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Es wird auf jeden Fall halt Ultimate Team geben. Wo halt dann noch immer mal zwischendurch ein Footdraft gespielt wird. In der Ultimate Teams Reihe. Nun Terry am Ball. Ja, und was dann noch kommt, ob ich halt Coop Season irgendwie mit Sepp mache oder keine Ahnung.
Oder ob ich allgemein Manager-Modus oder Karrieremodus mache, ich bin da wieder noch unschlüssig. Auf jeden Fall will ich Ultimate Team rocken und da wirklich viel Zeit investieren, damit ich da genug Coins erspiele und da halt auch hoffentlich in Liga 1. Ich bin halt noch nie in einem FIFA, war ich in Liga 1 in der Online-Season bei Ultimate Team. Ich habe es noch nie geschafft, da auf Liga 1 zu kommen. Aber vielleicht klappt es ja heute. Also heute, in diesem Jahr, weil ich halt PS4 halt auch immer zocken kann, ne? Wenn ich nach der Spätschicht komme, keinen Bock auf Computer habe, dann mache ich einfach PS4 an, lege mich in mein Bett und chill noch eine Runde mit FIFA. Ja, und das war halt immer am PC, ist halt nicht so chillig wie an der Konsole. Da musste ich halt immer hinsetzen und ja, keine Ahnung. So eine Konsole ist schon gechillter. Auch wenn ich meine PC-Kollegen ein bisschen haten, weil ich mir eine PS4 zugelegt habe, aber es ist halt, manchmal muss man halt einfach zu der dunklen Seite der Macht wechseln. Auf Qualität ausgerichtet, mit Spielern ausschließlich aus den Top. Ganz stark gemacht, das gibt es. Ich mach einen Trick, ich mach einen Trick, ich mach einen Trick! Und er geht rein. Das ist so, so unnormal, ey. Ein echter Torjäger eben, der Pole. Gut gemacht. Also wer dieses Spiel verliert, dieses Anfangsspiel bei Ultimate Team, ne? Der sollte wirklich FIFA 16 gleich wieder verkaufen, also weil das ist unmöglich. Und nun vielleicht wollen die auch einfach. Ich hatte ja nicht mal die Möglichkeit, da irgendeine Schwierigkeitsgrad einzuschalten, oder? War das nicht? Ich habe zumindest nichts gesehen. Nein! 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 Das ist ja peinlich! Also es war ein schöner Schuss, ne? Aber es ist peinlich, dass ich den so frei freigelassen habe. Naja, egal. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, jetzt schießt er. Das war schon Treffer Nummer 3 heute für Robert Lewandowski. Unglaublich. Wenn das in der Online-Season bei Ultimate Team auch so leicht wird oder bei Footdraft, Alter, das wäre nice. Aber ist es leider nicht. Kosmetik übrigens. Da spiele ich ja gegen richtige Spieler und da sind auch ein paar Cracks dabei. Muss man halt immer sehen, dass man es irgendwie schafft, da am Ball zu bleiben. Vor allem, wie gesagt, der Umstieg zur PS4. Ich bin halt jetzt jahrelang nur den Xbox-Controller gewöhnt. Ich habe halt... Oh mein Gott. Ich habe halt PS-Controller nur zu PS2-Zeiten in der Hand gehabt, wo ich halt PlayStation 2 ziemlich oft gespielt habe. Und danach nie wieder. Aber ich fühle mich rein. Durch die ganzen Demo-Games mit Sepp habe ich mich halt wirklich schon eingeführt und freue mich halt wirklich, wenn ich dann auch mal so Freischuss-Tutorials und so mir angeguckt habe und da mal ein bisschen Ahnung von habe. Wird auf jeden Fall nice. Könnt euch auf was freuen. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da, wenn ihr Bock drauf habt. Es würde mich sehr freuen. Und ja, hier machen wir das 15-1. Nicht. Scheiße. Ich dachte jetzt, ach so, hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Und damit haben wir es gewonnen. 14-1 im Endeffekt. Das eine Tor, was sie gemacht haben, hätten wir kriegen können. Da wäre es 15-0 gewesen. Aber nun gut. Alaba 11 überzeugt. Aubameyang hier mit einer 9,9. Lewandowski mit einer 9,9. Und ja, Alaba 8,8. Brödel 8,8. Krass. Ja, und Neuer musste ja nichts machen. Deswegen den einen Ball hat er reingesetzt. 15 Schüsse aufs Tor, 14 Treffer. Ja, der eine ist halt daneben gegangen. Sonst wäre es geil gewesen. Naja, gut. Weiter. Schauen wir mal, was uns hier noch angeboten wird zum Start von Ultimate Team. Der Part geht jetzt schon 25 Minuten. Ja. Oh, mein erstes Pack, oder? Nee. Das ist mein erstes Team, ne? Mein Bronze-Team, genau. Was für eine Aufstellung, ey. 4-4-2. Deine erste Mannschaft. Dankeschön. Ja, komm, Ruhe. 28er Chemie. Das ist ja. Hat hier gar niemand irgendeinen Link. Wen haben wir denn hier? Brei. 75 Tempo, ZOM. Ja, 3 Sterne Skiller. Was? Athanasiades. Auch ein guter Stürmer. Also als Non-Rare Bronze, Non-Rare Gold. Okay, wir gehen mal hier auf Weiter. Und da sind wir bei Foot. Benenne deinen Verein. We're living in a world of a car. Weil ich wollte ja eigentlich die Web-App schon benutzen, ne? Und da schon ein bisschen ziehen und so weiter auf der PlayStation. Aber es ging ja nicht, weil ich noch keinen Verein hatte. Und den muss ich mir jetzt erst machen. Vereinsname ändern. Wie nennen wir uns denn? Wieder Fabbe FC? Achso. Ey, ich bin so behindert, ne? Wollte ich gerade hier... ich habe gerade wirklich auf meiner Tastatur den Backspace-Button gedrückt, weil ich halt wegmachen wollte, den Namen. Ich bin wirklich ein dummer Spast.
Können wir ja später immer noch mal ändern durch die FC Store Dingsbums. Wir nehmen erstmal wieder Fabel FC. Standard. So. Abkürzung Fab natürlich. Vereinsname bestätigen. Ja. Spielerleihen, ja, bla bla bla, das machen wir jetzt alles nicht. So, das ist FIFA 16. Foot. Ich bin gehypt, Leute. Ich bin gehypt. Wir machen mal das eine Set noch auf, was wir hier bekommen haben. Ein Belohnungsset Bronze. Oh, die neue Animation ist so geil. Alter, RM, 75 Tempo, Cole und als All Sweat. Vor allem haben wir drei Rare Typen hier. Ja gut, die nehmen auf jeden Fall alle erstmal alles an Verein senden, genau. Gut, 500 Punkte haben wir, das ist ja schon mal was. Okay, das wurde uns doch nicht angerechnet, unsere Bilanz, aber egal. Ich lade jetzt FIFA Points auf und dann sehen wir uns in einem weiteren Video demnächst wieder. Ich hoffe, es gefällt euch so sehr wie mir. Und ja, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Let's Fabel.